Liebe Geschwister im Herrn, heute haben wir wirklich die radikalste Stelle in der Bergpredigt meines Erachtens. Und ich möchte nicht gleich damit beginnen. Ich möchte mit dem beginnen, wo mein Herz hüpft, vor Freude springt, wenn ich lese, dass der Paulus sagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ich, du, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Schon in der Lesung von Levitikus heißt es, seid heilig, ein heiliges Volk sollen die Israeliten sein. Wenn Paulus schreibt, ihr seid der Tempel Gottes, der Tempel des Heiligen Geistes, dann schreibt er das nicht, ihr sollt sein, sondern wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid, dass der Heilige Geist in euch wohnt. Ich glaube, bevor wir uns diese herausfordernde Stelle des Evangeliums anschauen, schauen wir auf uns, wer, was sind wir, zu was sind wir berufen, zu was sind wir befähigt. Es heißt in einer anderen Stelle im Alten Testament, ich gebe euch ein neues Gesetz und ihr könnt es halten, weil es ist nicht fern von euch, es ist in eurem Herzen. Und mit diesem Gedanken kann ich ein bisschen mutiger dieses Evangelium anschauen. Mit diesem Gedanken, dass Gott der ist, der das macht, der mich befähigt, dass Gott diese Fähigkeit in mich legt, dass Gott mich, dich geschaffen hat zum Frieden, zur Liebe und nicht zum Hassen. Und dann schauen wir uns das Evangelium an. Liebe deine Feinde, halt deine Wange hin, gib dem, der dir das Hemd wegnehmen will, auch den Mantel dazu, wenn dich einer zwingt, eine Meile zu gehen, geh mit ihm 2 Meilen. Wir könnten Gefahr laufen und dann gleich die absolut schlimmsten Dinge hernehmen. So wie, was ist, wenn jetzt irgendwo ich im Flugzeug bin und ein Terrorist kommt, soll ich mich da ganz einfach wehrlos erschießen lassen oder was auch immer, oder wenn ich irgendwo überfallen werde und so. Ich glaube, das ist nicht zielführend, wenn wir da anfangen. Ich möchte doch auch beim Kleinen anfangen. Ich möchte wieder zurückgehen auf unser Herz, was der Tempel des Heiligen Geistes ist. Wir, die zur Heiligkeit berufen sind, zur Heiligkeit bestimmt sind. Und ich glaube, wir müssen im Kleinen anfangen. Und vor einigen Wochen habe ich mal mich ziemlich geärgert über meine Ministranten in ihrer WhatsApp-Gruppe, ja. Da haben sie sich hinreißen lassen, sich gegenseitig ein Hickhack zu liefern, ja. Und ich habe jetzt gedacht, bah, soll ich jetzt voll reinfahren? Ja, habe ich gemacht, aber nicht indem ich jeden zur Sau mache, auf gut Österreichisch, sondern dass ich sie darauf hingewiesen habe, dass es sich für einen Ministranten nicht gehört, den anderen runterzumachen. Ich denke einfach, anfangen müssen wir als erstes auch schon einmal, wie wir miteinander sprechen. Es gibt sogar einen Psychologen, der Rosenberg heißt er, der hat die gewaltfreie Kommunikation erfunden, aber zumindest ein System entwickelt, was er auch einsetzt in Krisengebieten, wo er junge Leute schult in gewaltfreier Kommunikation. Und ich glaube, das ist, was wir in unserem Alltag brauchen. Ich erlebe das so stark, wie gewaltsam unsere Sprache untereinander ist. Dass unsere Gesellschaft, unsere Zeit oft einmal verlernt hat zu merken, was richten Worte an? Wie verletzend ist das Wort? Was macht es für einen Unterschied, wenn ich zu meinem Kind sage, du Dummkopf, oder ihm sage, du bist wunderbar und
ich vertraue darauf, dass du das schaffst, auch wenn es jetzt nicht geklappt hat. Was macht es mit uns? Denken wir zurück an so Situationen, wie entmutigend ein Wort sein kann, entmutigend fürs ganze Leben nämlich sogar, wenn es von einem wichtigen Menschen kommt, entmutigend fürs ganze Leben. Ich lade euch ein, heute bewusst miteinander umzugehen, in den Worten. Und das ist auch, glaube ich, schon ein Stück von dieser Radikalität. Die Feindesliebe kommt sicher ein Stück weiter. Aber wenn wir es nicht einmal lernen, mit denen, wo Jesus sagt, ist eh ganz normal, ja, das machen scheinbar die Zöllner und die Heiden alle. Aber was ich erlebe, was in der Kirche oft einmal für Hickhack ist, was für Eifersüchteleien, was für Machtspiele da sind, da bin ich bei den Zöllnern und Heiden noch besser dran. Und Jesus ruft uns eigentlich zu dieser Radikalität. Ich glaube, bevor wir auf das ganz Große schauen, müssen wir aufs Kleine schauen. An einer anderen Stelle erkennst du das Gleichnis von den verteilten Talenten und wo es dann zur Belohnung heißt, du warst dem Kleinen zuverlässig, kriegst du was Großes anvertraut. Und ich glaube, das trifft auch dazu, bei dieser Feindesliebe, diese Wange hinhalten, das müssen wir im Kleinen üben. Und dann darauf vertrauen, dass Gott uns dann in den großen Situationen hilft, dann wirklich diese Radikalität zu leben. Das muss jeden Tag neu bewusst werden, zu welcher Radikalität wir berufen sind, zu welcher Radikalität wir geschaffen sind, möchte ich einladen. Achtet auf eure Worte. Fangt da friedfertig zu sein an. Das mag vielleicht in unserer heutigen Zeit schon der erste Schritt dieser Radikalität sein, dieser Schritt, der zeigt, wer wir sind. Söhne Gottes, Kinder Gottes und Tempel des Herrn. Seid heilig, weil ich euer Gott auch heilig bin, heißt's. Entdeckt's diese Heiligkeit und sagt's nicht, das ist Sache derer, die da hinten in Holz gemacht sind und weiß angemahlen sind und vor hunderten Jahren gelebt haben. Der Weg der Heiligkeit, der ist für jeden bestimmt. Dazu sind wir gemacht, zu nichts anderem. Nicht für, ein bisschen von dem oder ein bisschen, der Pater Karl von Heiligkreuz bei der Mehrkonferenz vor 3 Jahren hat einmal gesagt, wenn die Mutter Gottes eine Wienerin gewesen wäre, wäre die Antwort wahrscheinlich nicht so klar geworden mit, ja, dein Wille geschehe, sondern, vielleicht ein bisschen, vielleicht, also so, man macht sie nicht so fest, hat er gesagt. Das hat man gern in Österreich. Aber wir sollen fest sein in diesem Wissen, Gott hat uns zur Heiligkeit berufen. Und diese Heiligkeit führt uns zu dieser Gewaltfreiheit, zu diesem Frieden, zu dieser Fähigkeit, die Wange hinhalten zu können, nicht gleich zurückzuschlagen. Modern ist natürlich der Präventivschlag. Also seit dem Irakkrieg gibt's den Präventivschlag. Vorsichtshalber, hauen wir drauf. Ja, ist gang und gäbe, ist perfekte Lösung. Aber ich kann nur sagen, was der Mahatma Gandhi gesagt hat, stimmt für mich absolut. Wenn der Weg zum Frieden nicht Frieden ist, wird es nicht wirklich Frieden geben. Und das beginnt auch schon im Kleinen. Dass wenn wir nicht friedlich dem anderen begegnen, dass wir in der Gewaltspirale drin sind. Dass wir aufgefordert sind, das zu unterbrechen. Und wie machen wir das? Liebt eure Feinde, heißt es, betet. Betet für die Feinde. Wie schwer das ist, habe ich erlebt vor gut 20 Jahren, war ich irrsinnig verliebt und die junge Frau hat sich dann für einen anderen jungen Mann entschieden. Ja. Und ich habe viele Jahre gebraucht,
bis ich für ihn beten konnte. Er war nicht einmal wirklich mein Feind, aber er hat was gehabt, was ich gern wollte. Und das hat mir irrsinnig schwer getan, für ihn zu beten. Aber ich weiß, wie befreiend es dann war, als ich es konnte. Überlegt euch heute in dieser Messe einen Menschen in eurem Leben, wo es euch schwerfällt, und bringt ihn zum Herrn. Aber nicht so, dass man sagt, ja, lieber Gott, mach, dass er sich ändert, dass das alles so passiert, wie ich das will, dass er endlich kapiert, dass ich recht habe, sondern bringt ihn zum Herrn und sagt, Herr, ich kenne da jemanden, der hat die gleichen Bedürfnisse, die gleichen Sehnsüchte wie ich. Schenke ihm deine liebende Gegenwart. Und für ganz schwere Fälle gibt es eine ganz tolle Segensmeditation. Versetzt euch in die Gegenwart Jesus, stellt euch vor, Jesus legt euch die Hände auf und gibt euch seinen Segen. Spürt das und dann gibt's ihn weiter. Gibt's ihn weiter an alle, die ihr liebt, die ihr im Herzen tragt. Und wer alle Menschen durch seid, die ihr mögt, beginnt mit denen, mit denen ihr euch schwer tut's. Und da entdeckt ihr schon da im Kleinen diese Radikalität, und werdet die Kraft finden, in der Kraft Gottes, auch im Großen diese Radikalität zu leben. Diesen Frieden zu leben, der nicht sofort auf Gewalt mit Gewalt antwortet, sondern achtsam ist für den anderen und lieber mal die Wange ein zweites Mal hinhält, als selbst zuzuschlagen. Und als kleine Übung noch für diese Messe habe ich mir heute gedacht, beim Friedensgruß, nicht alle kennen sich, die da sich nebeneinander sitzen und die Hand geben. Ich lade die Mutigen ein, wenn jemand in Reichweite von euch ist, dem ihr den Friedensgruß gebt, fragt nach seinem Namen jetzt, nach der Predigt, und gebt ihm dann den Friedensgruß mit seinem Namen. Und gebt es euch untereinander auch, die euch kennt, die euch lieb habt, aber vielleicht auch den, der hinter euch oder vor euch oder neben euch sitzt, den ihr nicht kennt. Fragt nach dem Namen, merkt euch den Namen und gebt ihm dann den Friedensgruß. Sprecht sie mit seinem Namen an, weil Gott, der der Heilige ist, der uns zur Heiligkeit berufen hat, spricht uns jeden ganz persönlich mit unseren ganz eigenen Namen an. Amen.